Hier geht's los, im großen Saal der Industrie- und Handelskammer Magdeburg am Alten Markt. Der 22. April 2022 stand hier ganz unter dem Motto der Berufsfindung. Auf der hauseigenen Messe bietet die IHK eine Plattform und einen Ansatz, um das stetige Problem zu lösen. Zu wenige Bewerbungen für die freien Ausbildungsplätze. Ja, also wir haben aktuell jetzt im April sehen die Zahlen schon ganz gut aus, obwohl die Unternehmen nach wie vor eben beklagen, dass sie zu wenig Bewerber haben. Also die Ausbildungszahlen gehen leider trotzdem insgesamt in der Summe weiter zurück. Aber natürlich nach Corona ist jetzt erstmal wieder eine Steigerung zu vermerken. Zwischen Roboterarmen und Knäckebrot konnten sich die überwiegend jugendlichen Interessenten informieren, was die Arbeitswelt ihnen zu bieten hat. Rede und Antwort standen dabei an den verschiedenen Ständen, auch oft die Auszubildenden selbst. Eine Herangehensweise, die beiden Seiten Vorteile bietet. Ich lerne meine zukünftigen Mit-Azubis im Idealfall hier auf der Messe gleich kennen. Das ist schon mal ein super Einstieg. Und auf der anderen Seite weiß man ja als Auszubildender ganz genau, was sind so die Ängste, wo weiß man eventuell jetzt nicht sofort weiter und was sind so die Fragen, die bei der ersten Ausbildung einem im Kopf schweben. Wie in jedem Jahr war die IHK bemüht, ein möglichst weites Feld an Branchen und Fachrichtungen zu präsentieren. Über 50 Unternehmen aus der Region stellten sich vor, zur Freude der Interessierten. Sehr groß, sehr spannend, auch die hier alle stehen, die erklären sehr viel, sehr auch sehr gut. Also ich war schon mal hier vor 2-3 Jahren, da war nicht so viel los. Recht gut, mir fehlt so ein bisschen die Informationstechnik, aber ansonsten ist es sehr interessant. Man kriegt immer alles mit, also sie erzählen einem vieles, auch über die Ausbildung und was man danach noch machen kann. Also ich habe alle meine Fragen beantwortet gekriegt. Also ich bin eben schon mal ganz kurz zum Schnelldurchgang noch mal kurz drüber gegangen. Also bisher finde ich das Angebot soweit eigentlich ganz gut. Es sind viele Firmen da, die interessant wirken. Wer die Messe verpasst hat, muss sich nicht ärgern. Nach den Erfahrungen mit einer digitalen Veranstaltung im letzten Jahr hat die IHK für diese Berufsfindungsmesse zwei Wege gewählt. In Präsenz und digital. Wer möchte, kann sich über das Internetportal der Kammer informieren, mit Unternehmen in Kontakt treten und Termine ausmachen, persönlich, per Telefon oder Videochat. Dieses Angebot kann noch bis zum 13. Mai genutzt werden.